Zaun hatte ich ja schon lange nicht mehr am Haken. Der muss doch noch mal wieder umgestellt werden. Das nützt ja alles nichts. So sieht er jetzt aus. Before, ne? Das passt bei diesem Trecker schöner als bei dem Neuner. Puh, die Sonne scheint so schön. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute wollen wir mal Auto fahren, ne? Die beiden sollen hier raus. Wir brauchen Platz. Oder was sagst du? Wir brauchen Platz und wenn wir Platz haben, dann sehen wir weiter. Den Zaun hatte ich ja schon lange nicht mehr am Haken. Der muss doch noch mal wieder umgestellt werden. Das nützt ja alles nichts. Wäre ja langweilig, wenn der da jetzt. Das ist ja. Das ist ja Mobilzaun. Der muss sich ja bewegen. Vorher, und man wird es kaum glauben, so sieht es dann später aus, wenn es fertig ist. Ich glaube, dass es später irgendwann mal so aussieht. 2025 vielleicht. Nee, du machst es jetzt fertig. Jetzt? Du bist doch dabei. Ich wollte ein Element mal machen, dass jeder mal denkt, jetzt liegt er los, dann stelle ich den wieder weg. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Aber schick sieht's aus. Muss ich ja ehrlich sagen. Ja, wir müssen hier gut und da ein bisschen improvisieren, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber so macht sie erstmal einen ganz guten Eindruck. Und wenn ich jetzt so den Hund sehe, ich glaube, da springt er nicht mehr drüber. Hoffen wir mal. Ich glaube, das macht er nicht mehr. Sonst müssen wir die Elemente nochmal austauschen. Ja, genau. Wir tauschen nochmal aus. Aber es ist ja schon ein bisschen höher und da hinten, es ist ja auch etwas verbogen. Also man kann da ja leicht rüberfallen. Fallen. Ich zeige dir mal kurz Fallen. Und pass auf. Fallen. Und Fall. Das war aber nicht, das war ein schlechtes Beispiel. Normalerweise reißt unser Pferd den Zaun nicht, also das, die Hürde. Komm mal her. Hier, komm doch mal her. Fuß, hier. Mach mal aus. Du darfst den Zaun nicht berühren. Das ist nicht so abgemacht. Heute nichts mit sauber. Das nennt man Minimal-Maximal-Prinzip. Das ist der Fuffi-Effekt, Schatz. Minimaler Aufwand für maximale Dinge. Alle guten Dinge sind drei? Nee. Ja. Nee, geht nicht. So, ich muss ja weitermachen. Das wird so darauf gedübelt. Hier unten liegt nämlich ein Kantstein komplett längelang, weil hier stand mal ein. Wie hießen denn die überhaupt? Ein Bauzaunelement. Genau, dieses Grundstück war ja mal für einen Bauunternehmer. Hier standen Bauzaunelemente. Die waren wiederum mit Presspappe voll, dass man nicht durchgucken kann. Und oben war dreimal Stacheldraht. Und meine Frau sagt, die Piekser wollen wir auch nach unten haben, damit wir uns hier lässig rauflegen können. Damit wir gucken können, was die anderen so machen.
So, jetzt butsche ich hier Stück für Stück mich nach vorne. Wir machen mal irgendwo einen Zeitraffer. Es geht dann immer viel schneller. Ei, 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 verputten. So, damit die GoPro auch keinen Sonnenstich bekommt, muss man sich ja was einfallen lassen, damit die dein Herrchen beobachten kann, wie er arbeitet so fleißig, um den schönen Zaun aufzubauen. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Du musst immer erst gucken, wer durchs Dorf fährt. Er kommt nicht zu uns, der Amazonmann. Ja, hier ist rechts vor links, mein Junge. Da ist fahren, Amazonas. Hätte er nicht gedacht. Das denken viele nicht. Hier ist rechts vor links. Ein paar Mal hätte ich mir schon irgendwas Neues besorgen können. Da ist immer die Frage. Oh, Zaunbau. Warum machst du das nicht? Kann ja jeder so nach dem Motto. Ja, das Problem ist, bei uns ist eben alles speziell. Ne? Zum einen dübeln wir das eben. Wir haben hier ums Grundstück rum, haben wir so einen hohen Kannstein, so einen Mega-Kannstein, eben wegen diesem Zaun. Und zum anderen ist es dann eben so, dass es ja eben alles immer speziell ist. Jetzt zum Beispiel kommen wir hier auf den Punkt, wo genau so ein Pfahl steht. Die hatte ich ja damals auf Höhe abgeschnitten, weil ich dachte, mal gucken wofür. So, da kann ich jetzt aber meinen Fuß nicht festdübeln, weil das ist alles Krus und Mus. Jetzt müssen wir also an den alten ein Stück Eisen anschweißen und dann schrauben wir das auf dem Eisen fest. Ne? Und dann wird es schon wieder so individuell, dass hier Zaunbauer XY so viel Geld nehmen würde, so nach dem Motto, das wäre ja alles Blödsinn. Also sitzen wir da selber mit an. Ne? Jetzt nehmen wir uns die Höhe, schneiden uns die Platte ab, schweißen sie da drauf fest, schrauben da drauf fest und kommen dann einen Pfahl weiter. Dieser dauert dann eben mal eine Stunde länger als die anderen. Immer da, wo ich arbeite, musst du hinpischen. Mann. Dass ich das nicht gefilmt habe. Mann! Erstmal wieder ein Schatten. So, weiter geht's. Da räumst du alles wieder auf, was du da einkrümelst. Sagen, Achtung Baumfeld. Achtung Baumfeld. Komm hier. Zack, 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 das gehört dir nicht. Komm hierher. Mach mal schön Sitz. Fein. Aus. Das ist Sweeties. Du spinnst wohl.
kurz, wie er da war. Schnell, wie er da war, ist er schon wieder weg. Ja. Oh, der schöne Träger. Weg ist er. Da fährt er. Ab, verschwunden hinter der Ruine. Du bist auf der falschen Seite vom Zaun. Bist du im Knast? Bist du im Knast, Schuri? Du bist auf der falschen Seite. Ha! Habt ihr das gerade gesehen? Da leckt Benzin. Ich würde ja mal fast sagen, der zieht da Falschluft. Das kann ja nicht normal sein. Also, folgendes. Ich mache erstmal kurz eine kleine Zaunpause. Das ist ja da irgendwo. Da fehlen noch so anderthalb Elemente, dann geht's weiter. Aber irgendwie muss man zwischendurch mal Abwechslung haben. Und irgendwie steht mir dieser Besen immer noch im Weg. Und irgendwie ist das auch doof, dass der nicht richtig laufen will, ne? Also, der Benzinhahn, der Pfeil zeigt nach rechts, ist an. Schok zeigt nach links, der Pfeil, also nach links. So, gepumpt haben wir ein, zwei Mal. Gas braucht man ja nur ein bisschen geben eigentlich. Dann on und off, den auf on. Also das ist immer gut, ne? Also die Dinger springen immer gut an. Aber dass der da eben gerade gekleckert hat an der Stelle, das ist schon sehr verdächtig, ne? So, wenn er so absäuft, ist klar, das ist nochmal so ein bisschen der Beweis dafür. Nicht, dass irgendeiner den Aufkleber verkehrt rum gemacht hat, ne? Wäre ja aber Blödsinn. Hallo! Tag! Luftfilter, ja. Also dieses ganze Geschütz hier. Das habe ich gekauft. Da habe ich bisher zwei Einsätze mitgefahren. Das heißt, in Betriebsstunden ausgedrückt, Eine Dreiviertel Betriebsstunde hat das Ding gelaufen. Neu, da ist nagelneues Benzin reingekommen. Der hat ein bisschen Staub im Filter gesehen. Ja, okay, aber wenn man, also das ist ja nur die äußere Hülle da. Der hat ja hier quasi die äußere Hülle und dann innen drinne sieht man ja, ist der richtige Filter. Also auch alles gut. Und wenn der ab ist, dann ist ja auf jeden Fall Volldurchzug, dann muss das ja auf jeden Fall laufen, ne? So. Jetzt haben viele gesagt, Mensch, da müsste ja was vor der Düse vom Vergaser sein. Und das kann sehr gut sein. Warum soll das nicht so sein? Da kann ja irgendwie Dreck hingelangt sein. Wieso, warum auch immer, keine Ahnung. Ist ja immer dieses Musterbeispiel, ne? Ja, aber als ich ihn weggestellt habe, da lief er ja noch. Und dann habe ich ihn gestartet, dann läuft er nicht mehr. Ja, genau. Das ist so Fakt, ne? Denn das passiert da, ne? Dass irgendwann geht was nicht mehr und der Moment muss ja irgendwann da sein. Und ganz oft ist es so, aus- und einschalten. Und meistens gehen die Sachen beim Ausschalten kaputt. Und dann will man eben einschalten und dann geht es nicht mehr. Hier habe ich auch noch so einen Patienten. Der wurde gestern noch angeliefert. Rasenmäher vom Dorf. Ähnliches Phänomen. Bloß da war der ganze Tank und alles dreckig. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwo auf jeden Fall Dreck in der ganzen Vergaser nochmal sitzt. Ne? Da werden wir auch bei gehen. Aber erstmal interessiert mich ja dieses hier. Weil das ist ja mein eigenes und das ist ja quasi neu.
Und deswegen sehe ich das nicht ein, dass das nicht läuft. Das muss laufen. Es läuft auch, da mache ich mir keine Sorgen. Was jetzt schon eben spannend war durch das Pumpen, dass da... Ich habe ja nicht so die Ahnung von dieser Pumpe, aber... Dass der da atmet, das ist mir ein Rätsel. Aber wenn wir den Vergaser abnehmen, dann werden wir ja sehen, ob da irgendwo die Dichtung nicht mehr gut ist. Das kann ja gut sein. Wenn der da Falschluft zieht, ich glaube, Vergaser und Falschluft ist auch nicht gut. So, Schlauch abnehmen hier unten. Zack. Was gar nicht über den. Nehmen wir mal hoch, dann haben wir ein bisschen Platz. So, dann nehmen wir den mal ab hier. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Es widerstrebt sich einem ja immer an was fast Neuem rumzuschrauben, aber es nützt ja nichts, wenn es nichts geht, ne? Hier muss mal die Zündung ein bisschen beiseite. Hier haben wir noch einen Schlauch. So, aber auch wenn relativ neu, man sieht hier und da ist doch schon so ein bisschen Dreck, ne? So, das ist hier die Dichtung. Sieht aber auch gut aus. Und dann ist man schon am Vergaser dran, ne? Es geht verhältnismäßig schnell alles. So, ich bin ja jetzt nicht der Vergaser-Profi und hast du nicht gesehen, aber was ich weiß ist, wenn ich den Hebel, auch laut dieser Zeichnung, Entschuldigung, wenn das ist, jetzt ist er quasi nach rechts, der Pfeil fürs Schoken ist aber nach links, jetzt ist die Klappe auf. Wenn ich schoke, zack, ist die Klappe zu. Dadurch bedingt zieht er weniger Luft. Und das Gemisch wird angereichert und ich habe mehr Kraftstoff, weil durch das Starten, beziehungsweise wenn der Motor kalt ist, habe ich Kondensverluste im Zylinder. Der Kraftstoff reichert sich an der Zylinderwand ab, weil der noch so kalt ist und der ganze Motor halt noch so kalt ist. Und dadurch bedingt brauche ich mehr Kraftstoff und den hole ich mir, indem ich diese Klappe dicht mache. Man möge mir verzeihen, wenn ich das nicht 5000%ig erklären kann, weil dafür bin ich auch nicht der Experte, aber das passt schon. Und hier ist mein Sprithahn on-off, ist jetzt auch kein Geheimnis. Das größte Geheimnis wäre, wenn ich den jetzt abziehen würde, würde mir der ganze Kraftstoff entgegenlaufen. Dafür muss ich mir jetzt erstmal ein Werkzeug holen. Ich habe mir jetzt hier meine Servicestopfen geholt. Warum muss ich das aufmachen? Und zwar ist es ja so, dass es vielleicht ein bisschen cooler ist, wenn man da was hat, was nicht so groß ist. So, und da haben wir hier so kleine, die müssten dafür eigentlich auch gehen. Den kann man da reinwrubbeln, hoffe ich doch. Und dann nach Gebrauch wieder reinigen. Und dann, ja, hat man das hoffentlich zu. Es läuft und läuft und läuft. Bisschen verdrehen, zack, zu. Absolut cool. So, dann ziehen wir uns den hier raus. Dann kann man den hier so ein bisschen... Eigentlich kannst du den einfach so rausziehen nach oben. Genau, das Gas einfach nach oben raus. Der Regler ist ein bisschen tricky, aber geht eigentlich auch ziemlich einfach. So, dann haben wir die raus. Und dann sollte eigentlich der Vergaser uns entgegenspringen. Habt ihr gesehen, ist schon ein bisschen ausgelaufen. Es läuft aber auch in alle Richtungen aus hier. Ich brauche mal was zum Auslauf auffangen. So, viel machen kann man ja nicht. Ich glaube, wir können die nur von unten aufmachen.
dann kann man da reingucken. Und da sehe ich was. Wahnsinn. Echter Wahnsinn. So, pass auf. Lappen. Schon wieder nicht genug Lappen. Doch. So, und zwar. Könnt ihr das sehen? Nagelneu und schon leicht angerostet hier unten, ne? Ist das nicht irre? Das ist doch irre. So. Schwimmerkammer. Das hier ist der Schwimmer. Kraftstoff läuft rein, wie bei einer Weidetränke und Co., ne? Der Kraftstoffstand steigt, zack, geht der Schwimmer hoch und betätigt hier ein kleines Ventil, was wiederum den Kraftstoff, der von hier kommt, daran hindert, in den Vergaser reinzuhüpfen, ne? Ja, das ist schon mal alles ganz praktisch. Wir werden Folgendes machen. Wir werden die Bauernmethode nehmen. Wir werden das einfach mit Druckluft pusten und dann werden wir sehen, was das gebracht hat. Schauen wir doch mal, ob die landwirtschaftliche Methode ausbauen, reinigen, einbauen irgendwas kann, ne? So. Der muss da wieder rein. Das ist aber auch ein kleiner Fummelkram hier, ne? Ist das was für meine Hände? Du hast ja Angst, dass du den verbiegst und dann hast du verloren, ne? Zack. So, dann den hinterher. Dann können wir schon mal wieder Gas geben. Den bis dagegen. Auch gut. So. Dran, dran, drauf. Was fällt uns noch ein? Den hatte ich vorhin abgemacht. Der kann da ja wieder rein. Der hätte gar nicht abgemusst. Man weiß das ja mal, das ist nicht so genau, ne? Jetzt kommt hier wieder der Spritmoment. Also das Ding hier, diese Stopfen, ne? Das hat mir schon einige Male gut gefallen. Könnt ihr euch angucken, verlinke ich euch, müsste ich eigentlich finden. Das Ding ist wieder drinne. Es ist auch, ich muss hier ja so sitzen, die Hebebühne, ich habe hier Katharinas Auto draufgestellt. Wir wollen, O bis O ist ja schon lange durch, wir können ja auch mal auf Sommerräder wechseln, ne? Sonst stellst du das Ding ja dann auf die Hebebühne, hebst dir das auf Maß und dann kannst du stehen, ne? Ist immer noch mal umso schöner. Jetzt kriege ich das alles zusammen. Diese Bohrung ist ja die Bohrung, die quasi oberhalb der Schwimmerkammer zu sehen war. Da kommt ja hier unsere Unterdruckpumpe drauf, mit der wir quasi Kraftstoff in den Vergaser saugen. Wenn das Ding länger gestanden hatte oder so wie wir jetzt dran rumgefummelt haben, wenn das Ding einfach leer ist, ne? So, und durch die andere Bohrung, da kam der Kraftstoff denn ja rein, der kommt ja dann quasi, zack, der kommt ja dann quasi von hier oben aus dem Tank, geht dann über den, kann man das sehen? Ne, kann man nicht mehr sehen. Also es kommt aus dem Tank, geht über den Hahn und dann in den Vergaser. So, die Schwerkraft bringt es natürlich nach unten, ist ja klar. So. Das haben wir drauf, das haben wir drauf, das haben wir drauf. Wir können es ja gleich vernünftig machen. Luftfilter drauf. Ich habe den eben einmal, wie man es macht, von innen außen abgepustet, aber das war... Also das war ein Nichts. Ein Hauch von Nichts, würde ich sagen. So. Es ist ja nicht viel dran, aber trotzdem, also Vergaser ist auch immer so eine Sache. Da gibt es ja Experten und so. Und ich bin nicht Vergaser-Rumspielexperte. Das ist nicht so meine Liga. Ich mag so Diesel.
Kraftstoff rein, bisschen zusammendrücken, rums, explodieren. So, den Deckel drauf. Den Deckel drauf. Clean up. Guck mal, alle 10 Stunden soll man den sauber machen. Die hatten wir ja noch nicht bei einer Stunde, ne? So, hier euer Kamerastativ-Set. Da habt ihr drauf gestanden. Dann hier, das ist ganz wichtig bei den Dingern. Gesundheit! Wenn ihr die ausbenutzt habt, müsst ihr die ordentlich sauber machen. Bei Benzin ist das nicht so wild, aber bei Öl zum Beispiel ist das wichtig, weil sonst flutschen die wieder raus, ne? Aber den gerne wieder ein bisschen sauber machen, dann ist der wieder griffig und dann ist der für den nächsten Einsatz gerüstet. Auf ein neues Kraftstoff an. Showklappe zu. Pumpen. Weiß nicht, könnte vielleicht reichen. Bisschen Gas. Vorsicht, nicht erschrecken. Also da ist er schon mal, ne? Höllenmaschine. Ja. Hier mit Pumpen geht's. Kriegt dazu denn zu wenig Sprit? Also irgendwie hat er noch nicht genug Benzin. Das ist Fakt. Er hat nicht genug Benzin. Aber wir haben ja gesehen, aus der Kraftstoffleitung lief das so raus. Na, jetzt wird es wieder warm. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Das ist ja zufriedenstellend und enttäuschend gleichzeitig. Zum einen weiß man jetzt, er kriegt nicht genug Sprit. Und wenn ich die Schwimmerkammer quasi mit dem Primer voll mache, dann kriegt er genug Sprit. Also, das ist ja schon witzig, ne? Aber wir können ja in Teil 3 der Geschichte gehen. Ihr schreibt mal, was euch dazu noch einfällt. Mich würde es interessieren. Weil das ist schon witzig. Ich habe damit jetzt eben ja so ein bisschen gearbeitet. Das Problem ist eben, ihm fehlt ja dann, wenn du den Schok drin hast, auch die Leistung. Ne? Wenn du dann irgendwie mal ein bisschen die Bürste mal ein bisschen auf Zwille machst, dann machst du hier schnell den, hebst ihn hier hinten wieder ein bisschen an, dass er vorne ein bisschen hochkommt. Dann schafft er es wieder. Ne? Also so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt alles nochmal genauso überlege, ja, das war von Anfang an so. Ich glaube, das war von Anfang an so. Naja, was soll ich sagen? Aber ich glaube, doch, das war so.
Es ist also noch nicht zu erklären. Wir müssen da noch ein bisschen forschen. Aber da hoffe ich auf das Schwarmwissen. Vielleicht habt ihr Ideen. Wir werden nachher nochmal da gucken. Jetzt machen wir erstmal Zaunbau Nord. So, Sachen einpacken, fertig. Sehr schön, mein Schatz. Hast du sehr gut gemacht. So sieht die Kiste nun aus. Start da, Ende da. Kann man gleich weitermachen. Und da müsste man jetzt weitermachen. Nächstes Jahr. Das Ärgerliche ist, da ist noch eine Matte drauf auf dem Gestell. Und das kannst du ja auch nicht wegstellen. Also hier. Du musst irgendwas zu motivieren und dann geht's weiter. Ja, mache ich. Ich mache so ein paar Schokoküchlein. Schokoküchlein? Ja, ja, okay. Dann hier. Flüssigen Kern und oh, flüssigen Kern. Ich dachte, da ist ein Eis mit bei. Oh Mann. Oh nein. Oh nee. Okay, aber wir gucken mal. Da muss die Rose vielleicht noch so ein bisschen. Naja, wir gucken mal. Da muss sowieso erstmal das Wasser weg. Ja, wir müssen da mal. Wir machen mal weiter. Aber wie gesagt, der erste Step ist schon mal fertig. Sieht, glaube ich, ganz ordentlich aus. Stück für Stück arbeiten wir uns zum Glück. Ist das hier? Ich habe gedacht, mein Mann möchte Eis haben. Ich mache ihm Mango-Eis. Ich wollte gerade sagen. Welche Frucht ist es denn? Mango-Malone, Mangolone. Habe ich so gedacht? Wenn ich das aufgegessen habe, ne? Dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Lass dir schmecken, Schnogi. Danke. Ah. Ich gucke ein bisschen am Zaun lang. Boah, ich habe heute einen neuen Becher auch gekriegt hier. Haben ist besser als brauchen, die Schnacki Edition. Wahnsinn. Hauptsache, es schmeckt auch. Wie wollen wir das im Online-Shop verbuchen, dass du den da jetzt geklaut hast? Ich wollte da auch mal draus trinken. Also jetzt ja eigentlich du. Schreffer. Gestaubt hier. Wenn es trocken ist, geht immer alles. Ne? Ja, die Pipis haben hier auch vorhin schon gebadet. Ja, siehst du. Guck mal, die erste Palette haben wir schon. Die kaputt war es jetzt. Die kaputte Palette ist weg. Jetzt haben wir hier nur noch die schöne neue feste sozusagen. Jetzt kann der hier erstmal übersommern. Nein. Wir haben das erste Element schon gesetzt. Aber nun waren keine Elemente mehr. Wir sind also dran. So, das Resultat heute, der Zaun hier ist zu und hier bis dahin ist Herrchen gekommen. Jetzt fehlt Material. Aber eigentlich können wir den Zaun noch wieder abbauen, weil Herrchen hat das Beste gebracht, was auch mein Herrchen bringen kann. Er spielt immer so lieb mit Reiser. Und ja, ne? Reiser, die ist so süß, weil sie bringt ja immer den Ball. Was macht Herrchen? Herrchen schmeißt den Ball, der Ball fliegt über den Zaun. Und was macht der liebe Hund? Er springt über diesen Zaun rüber. Ist ein bisschen hängen geblieben, aber ja, rübergekommen. Ja, es ist, komm mal einmal her. Er blieb hier so hängen und ging dann kopfüber. Und dann landet er wieder auf seinen Pfoten. Oh nee. Also, ich dachte, sie läuft außen rum. Ja. Aber sie ist ein bisschen lauffaul. Ja, sie ist lauffaul. Aber dafür springen gewillt. Springen, ach egal. Ich habe nur gedacht, 1,60, klar, da weiß ich, dass sie da rüberkommt. Sie ist ja nun mal eine Antilope, aber ich habe gehofft, dass der Ball nie darüber fliegt.
Einmal konnte ich es heute schon verhindern und habe sie angemault und habe gesagt, sie ist außenrum. Das hat sie dann auch gemacht. Ah. Ich war nicht so gut im Maulen. Außerdem war ich im Gespräch und dann. Egal. So. Bist du zufrieden? Genau, Freude. Ich bin schon mal sehr zufrieden. Wir brauchen jetzt morgen Dübel. Wir haben keine Dübel mehr. Dübel aus. Wir dübeln den ja fest. Und jetzt haben wir keine Dübel mehr. Aber es macht nichts. Ich fahre morgen mal im Baumarkt. Da haben die noch welche. Vielleicht. Und dann holen wir welche und dann geht's weiter. Aber wir machen noch irgendwas Interessantes. Nur Zaun bauen. Wir müssen noch irgendwas. Wir müssen irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Wir müssen vor allem irgendwas machen, damit ihr im Endeffekt ein Thumbnail kriegt und nicht gleich wisst, dass wir schon den Zaun aufbauen. Ne? Dass ihr erstmal denkt, und das haben ja dann viele gedacht, als ich mit dem Gabelstapler den Zaun anpickte, dass ich den wieder nur durch die Gegend fahre. Nein, ich baue den auf. Also, irgendwas fällt uns noch ein. Wir müssen erstmal den Dorfrasenmäher auseinanderbauen. Ja, der fährt nicht so gut, also so. Unser Motorversuch heute Morgen hat ja auch nicht funktioniert, also versuchen wir vielleicht mal den. So, oh, da liegt noch ein Winkelschleifer. Warum kramst du denn da noch im Dreck rum? Ja, ich ist es auseinandergefallen. Wir wollen doch hier. Was wollen wir? Wir wollen doch deinen Trecker verkaufen. Nee, wir wollen. Der ist gerade sauber. 120.000 Euro netto, da fangen die Gebäude. Da fangen die Gebote an. Nee, Freundchen, der wird nicht verkauft. Nur über meine Leiche. Aber dann können wir ja, dann Nur haben wir Geld. Über meine Leiche. So sieht er jetzt aus. Einmal schnell übergeduscht. Der ist jetzt nicht nass. Also verkaufsnass haben wir ihn auch nicht. Und da sind noch ein paar Tropfen auf der Scheibe. So sieht er jetzt aus. Before, ne? Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir aus Before mit dem da zusammen ein After hinkriegen, da passend. Aha. Ich will mal gucken, ob das da unterpasst. Aber eigentlich müsste das da unterpassen. Die beiden. Sauber ist jedenfalls alles. Sauber ist, wir testen das jetzt mal aus. So, der erste 800er sitzt. Ich muss sagen, das passt bei diesem Trecker schöner als bei dem 9er. Bei dem 9er, wenn du so von vorne drauf guckst, sieht das nicht irgendwie so gut aus. Aber hier bei dem, da ist nur so ein ganz bisschen, dass er raussteht. Das ist schon ganz schön geil, ne? 710. Die Fragen kommen ja immer gerne mal. Ich fahre ja hier 710 70 R42. Dementsprechend angepasst vorne 670 34. Der 710 70 42 ist in der Regel 2,05 Meter hoch. Das variiert plus minus, ne? Und jetzt fahren wir 870 38, der auch 2,05 Meter hoch ist. Ne? Der hat nur weniger Profil, man sieht das. Das passt oben besser, das passt hier besser. Also von daher, ich bin sehr zufrieden. Wir machen mal die zweite Seite.
sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin total begeistert. Die stehen nur so ein bisschen raus hier. Und sehen schon echt ziemlich proppe aus, ne? Wirkt gar nicht so. Wirkt bei dem Neuner irgendwie alles dimensioniert, also größer dimensioniert, ne? Aber so, ja, so kann man damit losfahren. Jetzt müssen wir noch wiegen. Das schaffen wir aber in diesem Video natürlich nicht mehr. Wiegen. Wir müssen noch was bauen. Wir müssen noch Gewichte bauen. Bei 9 Tonnen kann Katharina von mir Gewichte kriegen. Und ich habe ja gar keine dran. Aber wir müssen dann noch ein zusätzliches Gewicht bauen, damit wir nicht so viel umrüsten müssen. Wir haben ja nämlich auch noch hier haben wir ja noch 1, 2, 3, 4, wo bin ich überhaupt? 2, 4, 6, 8, 10 Scheiben liegen. 400 Scheiben, die haben wir mal aus Dänemark geholt. Das ist jetzt New Holland. 40 Kilo New Holland Gewichte. Und dafür habe ich auch eine Möglichkeit, die einzuhängen. Die liegt drinne. Oder hier haben wir ja auch mal eine. Ja, hier ist ja auch noch was. Hier. Das ist vielleicht sogar der Klotz. Ich glaube, das ist sogar der Klotz, der dafür war. Ich weiß gar nicht, was so ein Ding wiegt. Ich glaube, der wiegt auch 200 Kilo oder so. Naja, und dafür habe ich aber alles passend. Da müssen wir mal gucken. Das schludern wir uns noch so ein bisschen hin. Aber das sehen wir erst im nächsten Video, definitiv. Dieses Video endet auch an dieser Stelle. Die Zeit ist schon wieder um. Der Raps blüht schon so schön. Wir werden mal schauen, wie wir so weiterkommen. Die Zaunfront stockt ja so ein bisschen, da müssen wir warten. Da kommen noch ein paar Teile. Da fehlen mir nicht nur Dübel, sondern uns fehlen auch Pfähle, weil wir so ein bisschen umgeplant haben. Das ist da also auch noch mit bei, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir nämlich auch noch hin. Ja, und somit haben wir eigentlich soweit alles zurecht. Ich werde, wie gesagt, ich werde die Paneele jetzt mal nach drinnen stellen, damit die hier weg sind. Wir haben hier ja langsam immer ein bisschen mehr Platz, das wird ja immer ein bisschen lichter. Und dann sind wir ganz weit vorne. Also, wir hoffen, zu weit weg. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder man nennt es ja auch das Däumchen. Und dann abonniert uns fleißig wie bisher. Wir sind ja mit 50.000 unterwegs und wenn wir 50.000 voll haben, müssen wir noch ein Special machen. Machen wir auch. Wir haben da so eine Serie angefangen. Eine Serie ist ja, wir haben ja erst ein Video gemacht in dem Sinne, aber wir ziehen das jetzt so durch. Und deswegen, wenn die 50.000 voll ist, dann hauen wir das nächste Special raus, da gucken wir mal. Und dann, wer Lust hat, im Anschluss packen wir noch ein paar Pakete aus, zeigen wir euch auch gerne. Und dann sehen wir uns ansonsten zu einem neuen Video am Mittwoch wieder. Bis dahin, ich muss gucken. Ja, ich gebe alles, ich kann es nicht versprechen, ich versuche natürlich am Sonntag ein Rasenmäher-Video. Wenn ich es schaffe, irgendwas zwischen 12 und abends. Ich kann es nicht genau sagen, wenn eins kommt. Deswegen abonnieren, nicht vergessen, habt ihr die Glocke. Bei der Glocke auch muss man aktivieren alles. Das ist auch immer so eine Sache, sonst kriegt man keine Informationen. Und dann nämlich sollte das passen, genau. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht, dass wir vielleicht nächste Woche, vielleicht passt das da, dass wir nochmal so einen Livestream mit reinnehmen. Aber dann müssen wir mal gucken, das sehen wir dann noch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sag tschüss! Hast du die Nase da drin? Pferdelunge. Pferdelunge, richtig kleine Schnuffi. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Guck mal, da ist. Das riecht aber gut. Anscheinend riecht es sehr, sehr gut. Ja. Und zwar sind das so verschiedene Drähte, dass man mal so, wenn man am Löten und Machen und am Tun ist, ich hab mich verletzt, dann hat man immer nicht so richtig Drähte. Und dann mit verschiedenen Farben und so, und das ist mal so eine Auswahl davon. Total cool. Hier sind noch super ein paar cool. Naschi. Oh, hier. Ja, nein, Reiser, nein. Nein. Und das sagst du so nein, einfach. Nein. Lecker, 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 lecker. Warte, ich friss ein Stück Pferdelunge und dann legen wir das vor. Bitte. Tschüss. Sie will mit uns nichts zu tun haben. Sie liebt es, draußen zu liegen.
jetzt wo das Wetter besser ist und der Zaun höher ist, ja, wird's besser. Anders. Moin, da ich ja als Militärfahrer oder Fahrer für den Draht nach oben zuständig bin und ich auf eurer Amazon-Wunschliste den Draht entdeckt habe, hoffe ich, dass ihr damit was anfangen könnt. Nicht nur nach oben, sondern auch nach links und rechts, vor und hinten. Vielen Dank für eure Vlogs und die Einblicke in euren Alltag. Hochinteressant, spannend, unterhaltsam und auch lehrreich. Ich habe euch mal ein paar, leider nicht so qualitativ hochwertige Bilder von meiner bunten Welt mit in das Paket gelegt. Macht riesen Spaß, beides. Hauptberuf als Pfarrer, aber auch die Landwirtschaft in den vielen Facetten, in denen ich unterwegs sein darf. Wenn ihr mal auf dem Weg in den Süden seid und in Franken Halt machen wollt, sind wir herzlich eingeladen. Der Kühlschrank ist immer voll und der Grill ist auch ganz groß und ständig betriebsbereit. Platz habe ich ohne Ende auch für euren Hundi. Herzliche Grüße, Sebastian. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Sebastian, Wahnsinn. Den Draht nach oben. Ich habe den ein paar Mal schon in meinem Leben gespannt, glaube ich. Wie unterschiedlich das so ist. Mega, ne? Cool, dieses, ne? Dieser das Unterschied zwischen den beiden Sachen und dann noch der Landwirtschaft. Ja, Wahnsinn. Ne? Also Fahrrad cool. Zum einen und dann auch noch in der Landwirtschaft aktiv sein. Daran kann man mal sehen. Ja. Faul sein darf man auch mal. Oder müde. Das ist so. Aber irre, diese ganzen bunten, verschiedenen Facetten, die ein Mensch haben kann. Mega cool. Und super cool, dass du auch noch auf unsere Videos gestoßen bist und dann dir das auch noch so gut gefällt. Super stark. Vielen, vielen Dank für den Draht nach oben. Den werden wir hier unten benutzen. Und siehst ja, der Hund. Der ist glücklich auf dem Rasen und kaut seine Pferdelunge. Der kaut seine Pferdelunge. Absolut cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für dein Angebot. Wann wir wie mal Richtung Süden fahren, keine Ahnung, wir werden mal sehen. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal, wir machen so eine Route und dann sagen wir mal, wann wir wo sind. Und das geben wir vorher bekannt. Ja, könnt ihr mal sagen, sich, wie euch das, ob und, euch das gefallen würde. Und dann kann sich jeder da eintragen, der irgendwo einen spannenden Ort hat, wo wir gerne mal hinkommen sollen. Das wäre ja irgendwie so ein, das wäre auch mal so ein Draht durch Deutschland. Naja, können wir mal sehen. Wäre ja vielleicht auch mal ganz spannend. Nein, nicht darauf. Oh, es war anscheinend so lecker, ja, dass sie mega cool. Also davon werden wir was an unsere Wall of Fame hängen. Da werden wir uns zwei schöne Bilder aussuchen, ja, die zusammenpassen. Und dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Ja, noch genau, ja, noch ein. Es ist Mittagszeit, hau rein. Tschüss. Dann hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum neuen Video wieder. Bis dahin, tschüss.